Hi Leute, ich bin der Lon, jetzt noch im Let's Play Kid Icarus Uprising. Was so viel heißt wie aufsteigen. Glaube ich. Ne? Und das ist jetzt anscheinend, ist das der Kopf der Hydra, der überlebt hat? Ne, es ist dieses komische Viech, was wir auch schon im Gaolsburg besiegt haben. Zusammen mit Magnus. Wo ist eigentlich Magnus? Ah, dafür brauchen wir den Schlüssel, verstehe. Und das sieht ja mal stark danach aus, als ob jetzt hier gleich gekämpft wird. Na toll, sie hat mir dieses blöde Monster geschickt. Chuck, ersten. Sehr schön. Na, die Zielgenauigkeit der Gaul-Klinge, heißt die so? Ja, ich glaube schon. Ist leider nicht so gut, wie ich dachte. Sehe ich gerade. Eiscreme, andere leckere Speisen. So. Was machen wir denn hier noch? Egal, was ich immer schön finde, ist Supersprung. Macht keinen Sinn, aber man kann es immer wieder machen. Eiscreme. Beim Typi kriegen wir irgendwie mal Eis. Das finde ich schön. Oder einmal war es Kuchen, glaube ich. The cake is a lie. Ja. Aber ich fand den Monster-Lockstoff von Palutena sehr schön. Ich dachte schon, ich müsste ewig noch nach dem Viech suchen. Entschuldigung, ich muss kurz einen Cut machen. Hoffentlich geht das in irgendwie. So, Cut beenden. Wir sind immer noch vor dieser coolen Tür, wo man nichts machen kann. Ja, ach ja, wir haben ja noch den Typi da hinter uns. Stirb. Yeah. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Hinterhalt. Hast du schon recht, Palutena. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet, dass du da auch drauf kommst. So, und jetzt kommt wahrscheinlich auch dieser Typ wieder. Ah, was ist das denn? Ach du Scheiße. Wie sind wir denn hier gelandet? Naja. Bumsrakete. Hehe, stirb. Hä? Was war das denn für eine dumme Rakete, ey? Scheiß drauf. Oh Mann. Dummer Scheiß hier, das gibt's doch nicht. Ich dachte jetzt, da kommt noch der Kopf runtergeknallt, aber nein. Und ich sterb gleich, sehe ich gerade. Und ich kann noch eine andere Fähigkeit mal aktivieren, glaube ich. Nämlich die Fähigkeit Götterfunken. Irgendwie. Mache ein Feuerwerk zu Ehren der Göttin Palutena. Ja. Lebt ja noch. Scheiß Kopf. Ach,
scheiß Katz. Wir müssen jedenfalls jetzt gegen die Hydra kämpfen. Sieht zumindest so aus. Und ach ja, ich muss den Ton wieder einmachen. Juhu, killen. Ja, stirb, 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 stirb. Draufprügeln. Jetzt bräuchte ich mal die Igel-Klauen. Die sind mega in sowas. So. Aber jetzt mal. Unglaublich, dass ich in diesem Part zwei Cuts machen musste. Draufmetzeln. So. Hä? Was habe ich gemacht? Ach, das war ein Kommandant Medusas. Deswegen konnte er reden. Das macht Sinn. Ich dachte, es wäre irgend so ein Höhlenmonster nur. Oder? Willst du sagen? Ja, frage ich mich auch. P-Wing! Sieht echt aus wie der P-Wing aus Super Mario 3D Land. Das sorgt für eine gewaltige Explosion. Cool. Ich wollte eigentlich noch Freude schöner Götterfunken einsetzen, aber naja. Wir machen jetzt erstmal Ausrüstung, denke ich. Weil wir haben ja noch coole neue Sachen bekommen, oder? Auch nicht. Weiß ich nicht. Genau, photonische Klauen wollten wir noch testen. Und da kann ich dann auch mal die Freude schöner Götterfunken zeigen. Die sind ziemlich cool, die photonischen Klauen. Hier, Götterfunken. Yay. Yay, yeah, Palutena, okay. Und ich will heute noch was machen. Ich finde die Klauen hier ziemlich cool eigentlich. Aber die ziehen jetzt nicht so viel. Ne, das hier sind noch Klauen, die mehr so auf Schuss ausgerichtet sind als auf Prügelung. Ich meine, es macht jetzt schon ziemlich hier was. Also die sind auch ganz gut eigentlich, würde ich sagen. Ich habe ja noch eine neue Schwarzkeule, die will ich auch noch mal kurz ausprobieren. Was die noch so kann im Vergleich zu meiner alten Schwarzkeule. Sie lädt jedenfalls nicht schneller auf. Ich lade mal setz mal schnell aufladen ein. Sehr schön, schnell aufladen bringt's. Schnell aufladen. Die. Geil. Aber die zieht schon viel mehr als die letzte. Guck mal, das hat 97 gezogen, also es war schon einiges jetzt. Boah, und der Nahkampf, der zieht ja auch jetzt richtig viel. Okay, die Keule ist besser als die davor. Auch wenn es eigentlich dieselbe ist, nur anders. Was ist los? Aber am Ende dieses Parts will ich noch was Cooles machen, nämlich... Wo war das? Okay, Ronade könnte ich theoretisch nochmal was machen, falls ich Eier habe. Nee, ich habe keine Eier. Ich habe keine Eier, ich bin kein Mann. Doch, ich glaube schon. Aber wir können opfern. Opfere der Göttin Herzen. Weil ich habe scheiß viele Herzen.
Ich habe 18.495, deswegen würde ich sagen, wir opfern erstmal 10.000 Herzen an Palutena. Weil Palutena ist ja cool. Opfern. Sie mag uns dann, glaube ich, mehr. Das war's schon. Wie viel müssen wir denn opfern? Ich opfer jetzt einfach alles, was ich hab. So, scheiß drauf. Wir haben jetzt alles geopfert, aber vielleicht mag sie uns jetzt mehr. Ich hoffe mal. Was stand da? Für das Opfern von Herzen wirst du nicht belohnt, aber die Göttin nähert sich dir. Ach so, war sie vorher weiter weg oder wie? Oder ist es jetzt beziehungsmäßig genähert? Naja, egal. Wir haben ja erstmal alle unsere Sachen. Das bringt ja auch. Jetzt kann ich auf der Busfahrt in die Schule immer zocken und dann so neue Sachen holen. Ja, auch schön. Gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt für diesen Part. Und ciao, euer Lorenzo. Schön, dass uns sich Palutena genähert hat. Das bringt's, bestimmt. Oder? Ich weiß nicht. Let's Play Part beendet. Komm, ich krieg das mit den Cuts hin.